Was tun wir jetzt? Wir sollten zurückgehen. Diese Aufnahmen zeigen offensichtlich einen Mann inmitten der Trümmer zerstörter Wohnhäuser. Er ist das Ziel von Schüssen seitens Regierungstruppen und wird scheinbar von einer Kugel getroffen, während er auf dem Boden liegt. Harry Fear sprach mit einer Zeugin über den Zwischenfall. Eine Gruppe internationaler Solidaritätsaktivisten und zwei Palästinenser begaben sich nach Ost-Shejair, nahe der Grenze zu Israel. Dies zu einer Zeit, als es einen Stopp israelischer Operationen in dem Gebiet gab. Es waren zwei Palästinenser vor Ort, einer ein Aktivist, der die Aufnahmen machte, die sie soeben sahen. Und es gab einen weiteren, einen jungen Mann, wir schätzen 18 oder 19 Jahre alt, derjenige, der auf den Bildern zu sehen ist, die ihn schwer verwundet und sterbend zeigen, direkt vor den Augen der internationalen Aktivisten. Dieser junge Mann brachte die Aktivisten in das Gebiet, damit sie seine Familie evakuieren helfen, von der er glaubte, sie sei dort gefangen und stecke seit Stunden in der extrem gefährlichen Gegend fest. Bei mir ist nun die Menschenrechtsaktivistin und Zeugin Rina Andolini. Rina, können Sie uns mit Respekt vor dem Tod dieses jungen Mannes sagen, was genau Sie gesehen haben? Mit Respekt vor den Toten. Insgesamt wurden 4 Schüsse abgegeben. Der erste verfehlte ihn, aber die verbleibenden 3 trafen. Der zweite war tödlich und ließ ihn zu Boden gehen. Der dritte war nur, um sicher zu gehen, dass sie ihn auch erwischt hatten, schätze ich. Haben Sie irgendeinen Grund zu glauben, dass er zu der Zeit militärisch aktiv war? Ganz und gar nicht. Soweit wir wissen, suchte er seine Familie. Er war verzweifelt, er wies uns den Weg, telefonierte, er kannte das Gebiet und alles, was er wollte, war seine Familie finden, was dann zu seinem Tod führte. Es gab außerdem einen Waffenstillstand. Als wir die Gegend aber betraten, gab es in der Nähe Bombardements, Beschuss und Sniperfeuer. Das sind einige der Details des Zwischenfalls in Shejair, der diesen jungen Mann tötete. Zuvor sagte die Pressesprecherin der israelischen Streitkräfte meinem Kollegen Union O'Neill, sie täten alles, um Zivilisten zu schützen. Der Hamas-Innenminister wies die Bewohner in Gaza an, ihre Häuser nicht zu verlassen und nicht den Anweisungen des Militärs zu folgen. Sie wussten aber, dass diese unschuldigen Menschen in ihren Häusern waren und beschlossen dennoch zuzuschlagen. War das ihre Entscheidung? Wir haben so sehr gewarnt, wie wir konnten. Schlussendlich mussten wir Ziele angreifen, die Teil des Terrors gegen unsere gesamte Bevölkerung sind. In einem der letzten israelischen Angriffe benutzte die Armee Flechette-Munition, die tausende kleine und potenziell tödliche Metallpfeile versprüht. Einige Regeln des humanitären Rechts machen deren Nutzung als unpräzise Waffe, die wahrscheinlich zu zivilen Todesopfern führt, im Gazastreifen illegal. Warum ignorieren Sie in diesem Fall internationales Recht? Ich kann absolut ehrlich und aufrichtig sagen, dass jede Waffe, die von Israel eingesetzt wird, mit dem internationalen Recht übereinstimmt. Wir sehen Krankenhäuser, Schulen und Medienbüros sowie Kranke, Kinder und die gewöhnlichen Frauen und Männer, die an diesen Orten getroffen werden. Warum ist das so? Sie sind nicht das Ziel. Der Grund, dass sie nicht gehen und den Anweisungen folgen, die wir ihnen geben, ist, dass sie für die Hamas in der Gegend wertvoll sind.